So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir einmal meine Flipping-Einkäufe für morgen, also für Donnerstag, die ich heute einkaufen werde. Ich werde euch ein paar Spieler nennen, wie letzte Woche. Wir werden nicht bei jedem Spieler Preise nennen, weil ich es darunter sehr, sehr krass beeinflusse. Und dann macht es nicht für jeden Sinn. Also, wenn ihr das Video vielleicht eine Stunde später seht, sind die Karten alle schon gestiegen. Deswegen werde ich euch nur ungefähre Preise nennen und ein paar Spieler zeigen, die man gut kaufen kann für morgen. Okay, bevor wir damit starten, Freunde, lasst gerne ein Like da. 1000 Likes sind drin. Lasst ein Abo da. Road to 50.000. Und dann gehen wir direkt rüber zu meinen Verkäufen, oder was heißt Verkäufen, ich habe ein paar Einkäufe schon getätigt gestern Abend, weil das halt super Deals waren. Und ja, Joe Felix 140.000 gekauft, 144.000, 180 mittlerweile weg. Sanchez für 210 geholt, habt ihr ja gestern im Video gesehen, ist für 247 weggegangen, hätte ich noch mehr mit Gewinn mitnehmen können, aber somit habe ich auch wieder mehr Coins, um mehr Spieler zu kaufen für morgen. Zweimal Kamara eingekauft, wie gesagt, ich will euch nicht eigentlich Preise nennen, weil ich will auch jetzt nicht damit meine Spieler boosten, dass die ansteigen und somit durch euch Gewinn mache, ist ja auch nicht so das Wahre, aber ich habe ihn ungefähr so für unter 70.000 gekauft, kann ich euch sagen, so zum Mitdenken, ja, dass ihr auch einkaufen könnt, wenn ihr einkaufen wollt. Kimmich war gestern, das kann ich euch zeigen, bei Foodbin falsch gefiltert, war 136 wert, war bei 125 gefiltert. Dementsprechend habe ich ihn mir mitgenommen für 128 und ich glaube, er liegt jetzt schon bei 135, 136, können wir uns auch nochmal kurz zusammen anschauen. Also hiermit werde ich eigentlich, also Verkaufspunkt ist Donnerstag mittags, hiermit werde ich eigentlich safe Gewinn machen am Donnerstag. Und wir sehen, er geht gerade so für 136, 135, also 7k günstiger habe ich ihn bekommen und ich hoffe, dass er morgen auf über 140 geht. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall auch mit Gewinn verkaufen. Dann geht es weiter mit Zakaria. Habe ich für 220 gesniped. Geht gerade für 200, ich glaube 35, oder? Ja, 236, 35 laut Foodbin. Auch hoffentlich, also hoffe ich hier, ich werde ihn erst am Freitag nach 19 Uhr verkaufen. Bedeutet ganz einfach, am Freitag nicht mehr zu ziehen. Dementsprechend hoffentlich so für 250k plus kann ich ihn verkaufen. In der Zwischenzeit wird er so UV angeboten. Und dann haben wir noch einen Valverde für 290 bekommen. Liegt jetzt schon bei 303, 304. Und hoffe ich auch, dass der Donnerstag bei 310 mindestens sein wird, dass ich ihn auch verkaufen kann mit Gewinn. Und dann haben wir noch einen Bale von letzter Woche, das wisst ihr ja. Den werde ich einfach behalten bei Rails. Spielt, glaube ich, wann spielt Rails? In 2-3 Tagen. Und da könnte auf jeden Fall ein Bale aufsteigen. Oder spielt Rails heute, ich weiß es gar nicht. Müsste ich gleich mal nachschauen. Und ein Martial für 107.000 bekommen, der liegt jetzt schon bei 114, glaube ich. Also auch eigentlich ein guter Einkaufspreis, stelle ich in der Zwischenzeit auch so UV rein. Wie gesagt, die Karten werden erst morgen verkauft. In der Zwischenzeit stelle ich die ganzen Karten UV rein. Und jetzt gehen wir einmal rüber auf Foodbin und schauen uns weitere Spiele an, die man denn kaufen kann für morgen. Okay, bei Martial, wie gesagt, Jungs, unter 110.000 mit Martial macht ihr nichts falsch. Gehen wir rüber weiter zu Ramos. Ramos unter 100, oh, schon 120. Gestern Abend war er bei 113. Ja, okay, wenn ihr ihn noch unter 112 oder so bekommt, ist es eigentlich auch noch ein guter Einkaufspreis. Dann gehen wir rüber zu Alex Telles. Da sieht die OTW-Karte und die Goldkarte sehr interessant aus. Nicht die von Porto, sondern die von Manchester. Liegt bei 16.000 Coins. Warum? Link zu Rashford. Links Mittelfeld ist Rashford. Und guter Link zu Bruno Fernandes, der heute, glaube ich, sein Second Info bekommen sollte. Und auch hier ein Alex Telles, 16.000 Coins. Wenn ihr ihn unter 15, unter 14.000 mitnehmen könnt, macht ihr nichts falsch. Und ein Alex Telles OTW-Karte liegt bei 103. Hier würde ich so sagen, unter 97.000 solltet ihr eigentlich auch nichts falsch mitmachen. Dann eine sehr interessante Karte. Und hier haben wir Jimenez Rulebreaker. Und er liegt gerade schon bei 187.000, war gestern Abend bei 182, 181. Hier würde ich sagen, wenn ihr ihn unter so 183 bekommt, nehmt ihn euch ruhig einmal mit, weil Lorente bekommt heute sein Second Inform, also, oder? Was ist sein Second Inform? Können wir mal ganz kurz schauen. Marcus Lorente. Nee, aber er hat eine Rulebreaker-Karte, richtig, deswegen habe ich das kurz verwechselt. Bekommt heute seinen ersten Inform. Dementsprechend werden viele ihn in Rot ziehen und damit auch linken wollen, ganz normal. Und da fällt ein Jimenez als Link sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch Joe Felix, den man gleichzeitig auch mit Jimenez linken kann. Wenn man Joe Felix als ZM umwandelt, kann man ihn mit Jimenez linken. Und dementsprechend finde ich diese Karte wirklich sehr, sehr interessant, Jungs. Und ich kann mir den sogar bei 200k plus vorstellen. Wie gesagt, ist nur eine Price-Prediction. Muss nicht sein, dass der morgen bei über 200 liegt, aber ich habe ihn mir beispielsweise dreimal für unter 180.000 mitgenommen, weil er gestern halt noch viel günstiger war und ich habe gestern schon da eingekauft. Dann haben wir ein Bale und wie gesagt, Freunde, ein Bale finde ich sehr interessant. Da müssen wir einmal kurz auch schauen, wann Rails denn spielt. Und hier sehen wir, Rails spielt morgen gegen USA und Bale ist dabei. Das hat die Rails Instagram-Seite gepostet. Bale ist auf jeden Fall dabei. Er wird auch im Kader sein und alleine im Hype, er liegt jetzt bei 230.000. Unter 226, vielleicht sogar noch unter 225. Nehmt ihn euch einmal wenigstens auch hier mit, weil morgen Abend alleine im Hype, wenn er in der Aufstellung ist, also in der Startelf ist, mitten in der Woche Länderspiele, zählt eh nicht zum nächsten Team of the Week, aber die Leute wissen es nicht, sind etwas lost. Und sollte Bale nur treffen oder eine Vorlage machen, was auf jeden Fall möglich ist gegen USA mit Wales,
ich finde ihn allgemein, bei, also wenn er in Rage spielt oder mit Rage spielt, viel stärker als zum Beispiel jetzt mit Tottenham oder Real Madrid. Und ein Bale könnte auch, wenn er ein Tor macht, auf über 250k springen in Hype und ein Tor unter 100, 225, solltet ihr auch mit einem Bale nichts falsch machen. Also ich würde die ganze Zeit stundenlang so weitermachen. Ein Joe Gomez unter 113.000 könnt ihr auch mitnehmen. Son unter 132 oder bis 130.000 oder maximal 132.000 einkaufen. Könnte auch morgen wieder bei 145.000 sein. Macht man auch nichts falsch. Also auch gute Investments hier für morgen. Also allgemein kaufen solltet ihr heute, Freunde. Und verkaufen morgen gegen 12, spätestens 13 Uhr, 14 Uhr könnt ihr die Spieler verkaufen. Ein Dembélé habe ich auf dem Discord gepostet. 32, oder habe ich es gepostet? Ich weiß es gar nicht. 32k war er wert. Ah doch, das war zu den Score-Pedals überhaupt richtig. Und jetzt ist er auch schon bei 35. Sehe ich morgen auch schon bei 37.000, 38.000 höchstwahrscheinlich, weil es halt immer noch eine sehr, sehr spielbare Karte ist. Und mit 35.000 Coins ist er halt wirklich sehr, sehr günstig für diese Karte. Also ich würde ihn immer noch in meinem Main-Team zocken, obwohl ich auch jetzt mittlerweile mehrere Millionen habe, weil er halt immer noch, wie gesagt, sehr, sehr krasses Stats hat. Vor allem hier mit 5-5 Jungs, das ist immer noch sehr, sehr krass. Und wenn ihr einen Dembélé unter 34.000 gesniped bekommt, ein, zwei Mal auch mitnehmen, kann auch morgen bei 37.000, 38.000 liegen. Varane würde ich einmal unter 300.000 mitnehmen, kann auch morgen wieder bei 330 liegen oder sogar vielleicht, wenn ihr ihn noch günstiger bekommt, 295 bis 300.000 einkaufen. Wird auch höchstwahrscheinlich wieder, letzte Woche Donnerstag war er bei 330.000 oder hier sogar 336.000 an den Donnerstag. Kann auch wieder so hochgehen und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch eine Karte mitnehmen, weil ihn gefühlt jeder in sein Weekend League Team einbaut, auch ich diese Woche. Und ich muss ihn mir auch noch kaufen. Ich glaube, ich werde ihn mir sogar heute schon kaufen, damit ich ihn günstiger bekomme, als wenn ich ihn da morgen kaufe. Unter 198.000 kann auch morgen wieder hier sein bei seinen 220, 225.000. Und dann haben wir noch einen Longley hier, würde ich sagen, unter 53, vielleicht sogar unter 52.500 einkaufen. Auch er kann morgen oder sollte morgen wieder bei 58, 59.000 liegen. Ich mache jetzt einen kurzen Cut, weil ich könnte wirklich stundenlang so weitermachen und euch die ganze Zeit weitere Einkaufspreise nennen. Aber ich glaube, das ja, war es erstmal, das reicht an Spieler, die ich euch gezeigt habe. Dann machen wir jetzt einen Cut, schauen, was um 19 Uhr kommt, weil es wurde angeblich eine Ligen-SBC geleakt, dass heute Abend eine neue Ligen-SBC kommt. Schauen wir uns auf jeden Fall auch zusammen an. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oder in 4 Stunden, aber eine Sekunde, bis gleich. Und so schnell sind, ja, 4 Stunden um, Freunde. Wir gehen rein, wir haben es 19 Uhr und schau mal, was gekommen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist eine neue Ligen-SBC gekommen? Ist ja auch ein neues Team of the Week gekommen. Ne, die hatten wir alle schon. Vergiss, was ich sagen wollte. Dann haben wir ein Trikotset, sehr nice. Dann haben wir ein seltenes Goldpack, können wir gleich mal mitnehmen. Dann haben wir Comnable-Karten. Okay, das ist unser Content, ein 25k-Pack. Dafür habe ich einen 4-Stunden-Cut gesetzt. Ich hätte das Video 4 Stunden früher rausbringen können. Dafür haben wir jetzt einen 4-Stunden-Cut gesetzt, Freunde. Es ist nichts rausgekommen. Also klar, das neue Team of the Week, was wir uns jetzt auch nochmal kurz anschauen werden. Dann haben wir noch ein 25k-Pack. Können wir von mir jetzt auch abschließen. Wir haben 25k-Packs, 10 Stück. Das könnte nochmal ein bisschen den Markt beeinflussen. Dementsprechend könnte man nochmal jetzt für Flipping einkaufen. Probier das Video auch so schnell wie möglich online zu bringen. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf Twitter und schauen uns das neue Team of the Week an. Was gönnt EA für ein Team of the Week? EA? Ist Messi drin? Messi ist drin und ich habe kein Weekend League gespielt. Gehe ich nicht drauf ein, Freunde. Was ein geiles Team of the Week. Messi, Bruno Fernandes, Lozano, Konate, Marcus Llorente als MS, den man immer noch als ZDM umwandeln kann mit kranken Stats. Ich habe die Weekend League nicht gespielt. Ich habe Trauma. Das kannst du doch keiner erzählen. Nun gut, wir gehen rüber zu besseren, wichtigeren Sachen. Und zwar, Freunde, Erling Haaland, 100k Snipe. Er ist jetzt schon weg. Ich blende euch jetzt einmal im Hintergrund ein. Ich habe Erling Haaland für 100k billiger gesniped, für 73.000. Ich wollte ihn für Flipping einkaufen, habe seinen Preis gecheckt. Der war für 73 drin, direkt mitgenommen. Habe ihn sogar bekommen und habe ihn jetzt für 107k teurer verkauft. Nach EA-Tag sollte es glatt 98, 99, 100k Gewinn sein. Und dann würde ich sagen, schließen wir noch ganz kurz das 25k-Pack ab. Und dann war es es auch schon vom Video. Ich bin gerade extrem traurig, Freunde. Ich sag's euch ehrlich. Jungs, ich wollte nur die Spieler für die SBC kaufen. Und guck mal, was ich hier machen muss. Ich muss hier irgendwelche Mammuts drehen. Mein Gott, EA, wirklich. Das ist nur bei euren Game so. Es ist krank. Okay, ich habe die SBC jetzt so aus dem Verein abgeschlossen. Musste nur 2 Spieler circa kaufen, Freunde. Dann öffnen wir noch eben das Pack und dann war es es auch vom Video. Also Haaland,
Bin ehrlich, hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Das sind 100k, die einfach so reinkamen. Das war mein bester Snipe in diesem FIFA. Auch nochmal kurz, dass ich das erwähnt habe. Dann gehen wir nochmal rein in 25k-Pack. EA, ihr wisst, ihr wart schon immer meine beste Freunde. Ich glaube nicht, dass hier was kommt, bin ehrlich zu euch. Aber man kann es ja mal versuchen. Schade. Vielleicht schauen wir trotzdem durch. Nein. Okay, dann bin ich erstmal raus. Wir können die Szene wechseln. Immerhin Napoli-Spieler, immer positiv sehen. Dann bin ich raus, Freunde. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend und ciao, ciao. That you never be alone.